Hallo und herzlich willkommen zu Lieblingsteam Online, live aus der Alexianer Waschküche Münster. In unserem Live-Talk berichten Pflegekräfte aus dem Clemens Hospital und der Raffaelsklinik über ihre Arbeit auf den Stationen. Heute unter dem Motto Dein intensiver Start stellen Kolleginnen und Kollegen unserer Intensivstation für Kinder sowie für Erwachsene unser neues Starterprogramm für die Intensivpflege vor. Und wie gewohnt könnt ihr mit euren Fragen die Veranstaltung weiterhin aktiv mitgestalten. Schickt uns dazu eine E-Mail an alexonline.ms@alexianer.de oder über unsere Chatfunktion. Eure Fragen werden dann anonym während der Sendung hier vorgelesen und von unseren Kollegen hier beantwortet. Und ich begrüße aus dem Clemens Hospital von unserer Intensivstation für Erwachsene Doris Bartke-Bonhoff, Bereichsleitung, Ralf Ahlers, Praxisanleiter, Wahide Reziza, Pflegefachfrau und von unserer Kinderintensiv- und Frührehabilitationsstation ebenfalls aus dem Clemens Hospital, Sina Münsterkötter, Pflegefachfrau sowie Hildegard Wefers, Stationsleitung. Schön, dass ihr da seid. Ja, bevor wir mit den Fragen starten, könnt ihr eure Station, euren Bereich bitte einmal kurz vorstellen. Wir haben ja hier sowohl das Clemens Hospital, aber eine Intensivstation gibt es ja auch in der Raffaelsklinik. Und vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen was erzählen, ja, wo es was gibt und wie ihr da aufgestellt seid. Ich fange mal an. Ich komme ja aus dem Bereich der Intensivpflege für Erwachsene und wir haben eine Intensivstation im Raffaels mit 9 Betten und allen Möglichkeiten, die Intensivpflege und Therapie erfordert. Und im Clemens Hospital haben wir 3 Intensivbereiche für Erwachsene. Einmal eine Therapiestation, eine IMC, also eine Überwachungseinheit und eine Beatmungsintensiv zum Wean von Patienten. Ja, dann darf ich unsere Station vorstellen. Wir sind eine Kinderintensivstation und eine Kinderfrühreha. Das heißt, wir haben 2 Fachbereiche eigentlich auf einer Station. Wobei wir insgesamt 8 Kinder betreuen können, 4 Kinder mit Intensivpflegebedarf sowie 4 Kinder, die einen intensiven Frühreha-Bedarf haben. Das heißt, die nach einer intensiven Behandlung direkt im Anschluss dann bei uns weiter in der Kinderfrühreha betreut wird. So, im Wesentlichen haben wir 4 große Patientengruppen, die weil es die Kinder betrifft, würde ich die ganz kurz einmal aufreißen, weil das beginnt eben bei uns wirklich in der ersten Lebensstunde. Das heißt, wir haben einmal die Patientengruppen der kranken, kritischen Neugeborenen oder aber auch Frühgeborenen ab 1500 Gramm. Wir haben die zweite Gruppe, das ist das Spektrum der Kindernotfälle, die bei uns auf der Station landen. Die dritte Gruppe sind Kinder, die nach Operationen, zum Beispiel postoperativ, noch nachbeatmet werden müssen oder intensiv betreut. Und schließlich die vierte Gruppe, das sind dann Kinder, die im Rahmen, also nach einem Schädel-Hirn-Trauma oder nach einer Reanimation eben dermaßen wenn sie die akute Intensivphase hinter sich haben, zu uns auf die Kinderfrühreha kommen und da dann wieder letztendlich lernen, alleine zu atmen, zu essen, sich zu bewegen, sich zu äußern. Also wirklich von dem teilweisen Koma, was ja in der Intensivphase einige Kinder leider erleben müssen, sagen wir es mal so, bauen wir die Kinder wieder auf dann in der Kinderfrühreha-Abteilung. Vielen Dank. Ja, dein intensiver Start, das neue Starterprogramm für die Intensivpflege, so der Titel unserer Sendung. Warum denn jetzt noch weitere Einarbeitungs- und Starterprogramme? Davon gibt es doch schon so viele. Ja, wir haben dadurch, dass sich die Ausbildung zur Krankenpflege oder jetzt die generalistische Ausbildung in den Schwerpunkten verändert hat, die viele Außeneinsätze haben, nicht mehr ganz so viele Einsätze bei uns im Krankenhaus haben, mussten wir sehen, dass wir die Bereiche, die denen nicht mehr so nahe gebracht werden, dass wir das denen auch nochmal vermitteln können. Und haben uns dann gedacht, wir überarbeiten einmal das Einarbeitungskonzept und stellen uns explizit auf diese Berufsanfänger dann ein. Mhm. Das heißt, wir sprechen ja auch über 2 Einarbeitungsprogramme. Also inwieweit muss man da auch zwischen der Erwachsenenintensiv und der Kinderintensiv unterscheiden? Ja, Hildegard hat das schon gesagt, dass die haben ja 4 große Bereiche auf der Kinderintensiv, was ja viel Input auch bedeutet für die neuen Mitarbeiter. Wir im Erwachsenenbereich, wir haben auch 11 Fachabteilungen da, die wir den neuen Mitarbeitern nahebringen müssen. Da sind schon große Unterschiede da, die es dann nötig machen, dass wir dann unterschiedliche Einarbeitungskonzepte gebrauchen, benutzen. Mhm.
Ich finde ein sehr schönes Beispiel immer die Kardiologie, ne, ist ja auch ein wesentlicher Punkt, der im Erwachsenenbereich natürlich geschult werden muss. Und bei uns ist es letztendlich ein Bereich, der sehr, sehr selten vorkommt und überhaupt nicht mit der Thematik wie jetzt ein Herzinfarkt oder so, sondern bei uns sind es eher die angeborenen Herzfehler und die Komplikationen dann für die Kinder, wo wir intensivmäßig tätig werden müssen, ne, wo man so auch ganz deutlich sieht, es sind wichtig die Konzepte, Kardiologie ist wichtig für beide, aber eben auf mit anderen Inhalten, ne? Dementsprechend, wie das Alter es dann auch fordert. Ne? Genau, ich hatte es ja schon angesprochen, eben die generalistische Pflegeausbildung. Aber was sind da denn überhaupt die Unterschiede, also zwischen der alten Ausbildung, die es gab, und der neuen generalistischen jetzt seit gut 4 Jahren? Seit 2020, also bis 2020 konnte man in der Krankenpflege hier in Deutschland 3 Krankenpflegeausbildungen machen, die alle 3 Jahre dauerten. Das war also die Altenpflege, die Gesundheits- und Krankenpflege und die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Und jetzt sind diese 3 Ausbildungen in die Generalistik aufgegangen sozusagen. Mhm. Weiterhin 3 Jahre, eben mit dem für alle 3 Pflegeberufe. Und weiterhin besteht zwar die Möglichkeit, dass man einen Schwerpunkt wählt, zum Beispiel Pädiatrie oder auch Langzeitpflege. Und es gibt auch nach dem Gesetz die Möglichkeit, sich sogar im letzten Ausbildungsjahr sich zu spezialisieren auf Altenpflege und Kinderkrankenpflege, was aber die Akademien sehr breit oder in ganz großen Kooperationen nur anbieten, was die Auszubildenden meistens davon abhält. Entscheidend ist, also der wesentliche Unterschied ist wirklich, dass die 3 Ausbildungen jetzt in eine Ausbildung übergeführt worden sind und dass sich damit natürlich auch der Inhalt verändert hat, die Ausrichtung. Also es geht jetzt nicht mehr darum, Krankenpflege, Altenpflege zu lernen, sondern die Grundkompetenzen, um einen Pflegeberuf auszuüben. Es geht um Kommunikation, es geht, die Patienten müssen beraten werden, es geht um muss man einmal ein bisschen schauen, um den Pflegeprozess, es geht um Pflegeberatung, es geht um Ethik und Qualität in der Pflege. Also es sind wirklich übergeordnete Themen. Und ein weiterer Unterschied ist, dass die Ausbildung so konzipiert ist, dass die Generalisten eine Basis lernen und dann aber nach dem Motto des lebenslangen Lernens auf den Stationen oder dann in ihrem beruflichen, in ihrer beruflichen Weiterentwicklung sich dann erst spezialisieren können und sollen. Also das ist von vornherein so angedacht. Und da packt natürlich genau unser Starterprogramm, wo wir sagen, die Generalisten haben eigentlich ein gutes Paket, eine gute Basis und müssen sich jetzt spezialisieren mit den entsprechenden Fachrichtungen, Spezialitäten der einzelnen Stationen. Und genau das wollen wir mit unseren Theorietagen und Schulungen natürlich, da wollen wir sie abholen, die neuen Pflegefachfrauen und Fachmänner, die dann zu uns kommen. Ja, sehr schön. Also gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen näher darauf ein. Jetzt haben wir mit Wahide und Sina auch 2 Kollegen in der Runde, die vor nicht allzu langer Zeit auch noch in der generalistischen Ausbildung waren. Und jetzt, Wahide, warum hast du dich für die Intensivstation nach deiner Ausbildung entschieden oder auch du, Sina, du dann für die Kinderintensivstation? Also ich habe mich für die Intensivstation entschieden, weil ich in der Ausbildung im Clemens-Hospital war und auch dort meinen Einsatz auf der Intensivstation hatte für 3 Wochen. Ich konnte das Team kennenlernen, ich habe die Praxisanleiter kennengelernt und konnte mit denen darüber reden, was ist mein Plan jetzt nach der Ausbildung. Die haben mir das Konzept einmal vorgestellt, dass jetzt das Konzept gerade neu bearbeitet wird, das für die Einarbeitung, was mir so einmal ein bisschen Sicherheit gegeben hat, dass ich wusste, okay, da wurde erkannt, dass es eine neue Ausbildung ist, da wird gerade dran gearbeitet, dass ich gut eingearbeitet werden kann. Und das hat mir dann die Sicherheit gegeben, dass ich gesagt habe, das traue ich mir jetzt zu und da will ich jetzt einmal starten und gucken, wie es dann läuft. Aber das heißt, es hat dir gefallen und für dich war klar, ich möchte auf der Intensivstation da arbeiten und da meinen Weg gehen. Ja, auf jeden Fall. Sina, bei dir? Ja, genau. Ich habe die Station auch während meiner Ausbildung schon kennengelernt. Also ich hatte einen festen Einsatz auch auf der Station und da hat es mir schon sehr gut gefallen. Und dann habe ich meinen Wunscheinsatz noch dran gehangen, also am Ende der Ausbildung, wo ich dann nochmal das alles näher kennenlernen wollte auf der Station. Und es gab mehrere Gründe, weshalb ich mich dann für die Kinderintensivstation entschieden habe. Zum einen, weil ich das Team super fand. Also man wurde auch als Auszubildende direkt mitgenommen, unterstützt. Und generell die Stimmung im Team war halt super. Mhm. Und zum anderen fand ich auch das breit gefächerte Patientenklientel so spannend. Also wir haben ja, wie Hildegard schon gesagt hat, die Neonaten, dann die Frühreha-Patienten und auch die Intensivpatienten. Und dadurch hat man halt super viele unterschiedliche Bereiche. Und das ist halt super spannend und
gibt halt super viel zu lernen und dadurch ist halt auch jeder Tag unterschiedlich, was ich so spannend fand und deswegen habe ich mich entschieden, da dann anzufangen. Mhm. Wie verlief denn bisher die Einarbeitung bei euch? Also jetzt nach der Ausbildung, ne, wart in diesem Programm oder seid noch in diesem Programm und was war oder ist hier aus eurer Sicht so besonders? Also da würde ich jetzt einmal starten. Also die ersten 3 Monate verliefen erstmal wie in einem Tandem. Also ich war nicht alleine am Patienten. Ich wurde zu einer Kollegin zugeteilt, die viele Erfahrungen hatte. Ich wurde mitgenommen. Ich habe erst sozusagen die stabilen Patienten auf der Intensiv betreut, dass ich erstmal den Kontakt zu Patienten erstmal kennenlerne auf der Intensiv. Das ist ja nochmal was anderes als auf der Normalstation. Und genau, das waren dann erstmal die ersten 3 Monate, damit ich dann erstmal die stabilen Patienten betreuen kann. Danach habe ich dann alleine die stabilen Patienten betreut, war natürlich immer noch in Begleitung mit den Praxisanleitern. Also ich hatte jeden Monat 2 bis 3 Termine, feste Termine, an denen dann die Praxisanleiter kamen, von Dienstbeginn bis Dienstende bei mir waren, wo ich dann viel durchsprechen konnte, viel fragen konnte, aber auch natürlich auch meine Kollegen immer fragen konnte, wenn ich irgendwelche Fragen hatte oder so. Also ja. Gut betreut. Ja. Ja. Okay, bei dir, Sina, noch irgendwas zu ergänzen? Nee, genau, bei uns war das auch, dass wir halt 3 Monate von einer erfahrenen Kollegin mitgenommen worden sind und aber halt auch zwischendurch immer die Praxisanleitertagen hatte. Und wir hatten auch dann zu Beginn einen Praxisordner quasi, wo dann Themenbereiche aufgefasst sind und die man dann immer abhaken kann, wenn man das gemacht hat quasi. Und das war halt, dass man theoretisch das durchgesprochen hat, aber auch dann praktisch am Patienten durchgeführt hat. Und so konnte man das dann halt immer evaluieren, wo habe ich noch Bedarf, was brauche ich noch, aber was habe ich auch schon geschafft. Mhm. Genau. Ja. Gehen wir noch mal ein bisschen mehr auf die Praxisanleiter. Da mit Ralf hast du, Wahide, ja einen erfahrenen Praxisanleiter an deiner Seite. Wie unterstützen euch die Praxisanleiter, aber auch die Pflegeexperten denn sonst noch konkret? Gibt es da noch ein paar mehr Sachen, wie ihr da halt eben Unterstützung bekommt? Also die Praxisanleitungstage, die wir auf jeden Fall mit dem zusammen haben. Und auch die Praxisanleiter kann man eigentlich jeden Tag ansprechen. Sie sind immer erreichbar für uns. Ich kann sie, wenn ich sie auf Station sehe, ich kann sie anrufen oder auf der Station ansprechen. Ich kann erstmal über Sachen fragen, also ob ich erstmal fachlich über was reden möchte, ob ich zum Beispiel auch über mich, über meine Situation, also das ist zum Beispiel total toll. Wir können einfach darüber reden, ob wir überfordert sind, wie wir uns mit der Situation gerade fühlen. Also die sind immer für uns da, sie fragen auch nach, wie geht's dir jetzt gerade, wie fühlst du dich in der Situation oder besprechen mit uns Notfallsituationen oder Situationen durch, wo wir uns unsicher gefühlt haben oder wo sie gemerkt haben, okay, da hat es jetzt gehapert, wie hast du dich gefühlt, woran müssen wir arbeiten? Also eigentlich kann man sagen, die sind rund um die Uhr für uns da. Okay. Und auch die Pflegeexperten, was habt ihr da so, die euch da unter die Arme greifen oder euch halt eben in Support geben? Also zum Beispiel haben wir eine kardiologische Fachkrankenpflegerin bei uns auf Station. Und zu ihr, also sie ist halt auch normal im Schichtdienst bei uns, aber wenn sie da im Dienst da ist, ich konnte sie jederzeit ansprechen, zu allen kardiologischen Sachen, Fachfragen stellen. Sie ist auch mit mir Geräte durchgegangen, die ich zum Beispiel noch nicht kannte oder so. Also die sind auch immer ansprechbar. Man kann auch vorher auch mit den Terminen festlegen. Also unsere kardiologische Fachkrankenschwester, die hat halt so feste Tage, so Bürotage, wo man sie auch nochmal ansprechen könnte, wo sie dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat als im Dienst. Aber eigentlich kann man bei uns immer jeden ansprechen, vielleicht auch mal Termine festlegen. Wir haben auch eine Wundmanagerin auf Station, die nimmt uns auch mit. Also da kann man Konsil schreiben, dann kommt sie, bespricht mit einem durch, was ist das für eine Wunde, was kann man benutzen. Ja. Darf ich auch ergänzend von der Kinderintensivstation früher, habt ihr noch irgendwie was anderes vielleicht aufgrund der Patienten? Also, bei uns sind noch die Taktipp-Expertinnen in Anführungsstrichen. Das ist, da geht es also um die therapeutische aktivierende Pflege, weil wir ja gerade die Kinder nach der intensiven Behandlung wirklich ganz gezielt und ganz eigenaktiv wieder mobilisieren wollen. Und da sind auch die beiden Expertinnen bei uns auf der Station, die dann zur Verfügung stehen. Also einmal machen die Schulungen, die auch mit Teil des Programms sind, aber die sind auch so auf der Station. Und wenn bestimmte Kinder mobilisiert werden müssen oder bestimmte Mobilisationsvorgänge sind, machen wir das mit denen gemeinsam. Und wir arbeiten natürlich auch in der Kinderfrühreha mit ganz, ganz viel therapeutischen Kollegen auch zusammen. Ne? Also von der Logopädie, Musiktherapie und vieles, vieles mehr. Ne? Also es ist so eine ganz breite Palette, wo es dann eben, die auch anbieten, wo man auch gemeinsam zum Beispiel Essversuche, das passiert ganz häufig mit der Logopädie, ne? Ja. Da wird dann halt gemeinsam geschaut, wie können wir dem Kind das wieder, das Schlucken wieder näher bringen und damit letztendlich auch das Essen fördern. Ne? Okay.
Nun gibt es im Startup-Programm ja eben diese Vielzahl an Theorietagen. Da frage ich mich, wozu diese Theorietage? Gibt es die nicht im Rahmen der Ausbildung oder wo sind da auch die Unterschiede? Ja, wie wir auch schon gesagt haben, da sich die generalistische Ausbildung ja verändert hat und denen so ein gutes Starterpaket mitgegeben wird, müssen wir halt mit denen nochmal in die einzelnen Fachabteilungen reingucken und schauen, was haben wir denn bei uns in unserem Bereich, worauf müssen wir besonders achten bei den Patienten? Gibt es irgendwelche Standards, die wir pflegen müssen? Wir haben da auch nochmal Folien vorbereitet. Wenn wir die gleich mal eingespielt bekommen, ne, dann kannst du da... Ja. Haben wir dafür auch noch mal ein bisschen mehr, genau? Also wir fangen bei denen an, dass wir in den ersten 6 Wochen, dass wir jede Woche einen Theorietag machen, wo wir dann sagen, wir gehen erstmal auf den Pflegeprozess ein. Wie ist das denn bei uns im Intensivsetting? Worauf müssen wir da besonders achten? Wo ist da ein Unterschied zur Normalstation? Ein anderer Tag wäre dann auch noch mal mit Atmung, Atemtherapie, dass wir denen auch noch mal Möglichkeiten aufzeigen, was gibt es denn überhaupt alles hier bei uns im Intensivsetting? Wie können wir das einsetzen? Wovon profitiert der Patient? Und so zieht sich das über die Theorietage durch. Also die werden da nochmal so speziell für unsere Abteilung so ein bisschen geschult und kriegen da viele Informationen an die Hand, damit die danach auch gut aufgestellt sind. Und in der Woche drauf gibt es dann immer einen Praxistag, zudem angepasst an den Theorietag in der Woche, sodass dann direkt auch in der Praxisbegleitung dann der Praxisbezug zu der Theorie vom Montag, sind meistens unsere Schulungstage, hergestellt wird, sodass dann auch nochmal Geräteeinweisungen stattfinden, dass nochmal Fragen zu Geräten aufgegriffen werden können, dass sich Patienten angeschaut wird, die gerade eine Atemtherapie zum Beispiel bekommen, sodass das Ganze auch erfahrbar wird und nicht nur theoretisch bleibt. Ja, und wenn dann auch Fragen noch aufgekommen sind vom Theorietag, dass man die gemeinsam nochmal behandelt oder derjenige, der sich da in der Gruppe dann nicht so traut, nochmal ins Detail zu gehen, dass wir dann in der Woche nochmal in Einzelgesprächen dann nochmal darauf eingehen können. Das heißt, man hat die Theorie, geht dann erstmal wieder an den Patienten, lässt so ungefähr eine Woche verstreichen und dann wird das Ganze nochmal quasi wirklich dann in der Praxis dann quasi nachbearbeitet, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, ne, aber vertieft. Dann halt eben angewandt und sich darüber ausgetauscht. Okay. Bei der Kinderintensiv haben wir das ja auch. Richtig. Genau, wir haben uns auch unser Starterprogramm überlegt und auch die Theorietage eingeführt. Der gleiche Grund, ne? Also die Generalistik, das Basispaket, aber das Spezielle fehlt. Wir sind ja jetzt eine etwas kleinere Einheit, das heißt, wir mussten so von der Organisation, konnten wir jetzt nicht anbieten, dass wenn 2-3 Mal im Jahr bei uns neue Kolleginnen starten, dass wir dann immer in den ersten Wochen einen Theorietag anbieten. Deswegen haben wir uns für eine modulare Lösung entschieden. Das heißt, fortlaufend übers Jahr gibt es immer 5 Theorietage, die sich nach 3-4 Monaten oder wiederholen und man hat eben die Möglichkeit, wenn man, was weiß ich, im Januar die Neonatologie den Theorietag nicht beiwohnen kann, weil man Urlaub, krank oder sonstiges, kann man eben im August oder September, wenn das nächste Angebot ist, planen wir das dann wieder ein, dass man den Theorietag hat. Was unterscheidet sich noch, also das einmal, das ist fortlaufend und modular übers Jahr. Was ganz gut ist oder was wirklich schön ist, das sind kleine Gruppen, die ganz gezielt sich dann die Themen anschauen und dann natürlich auch zum Beispiel bei der Beatmung die entsprechenden Beatmungsgeräte bei uns, vom frühgeborenen Beatmungsgeräte bis zum erwachsenen Beatmungsgerät. Und dann sieht man auch anschließend in den Praxisanleitertagen, ist das dann genau. Also genau wie im Erwachsenenbereich, wir haben 2 Kolleginnen, die das machen, die dann auch mal angefragt werden, aber auch selber fragen, aktiv fragen, ob das verstanden ist und dass man eben gemeinsam in der Praxis guckt, konnte die Theorie mitgenommen werden oder sind durch die Theorie noch vielleicht sogar noch Fragen aufgekommen, ne? Aber ich glaube, das kannst du sogar noch besser, besser erläutern, weil ich kriege es ja nur am Rand mit, muss ich gestehen. Ja, also ich finde, dass das Gute ist, dass also an dem Tag wird ja das Praktische schon manchmal mit verbunden. Also zum Beispiel bei dem Neonatologietag gehen wir dann auch einmal in den Kreissaal, gucken uns die Reha-Einheit nochmal an, dass das halt auch direkt kombiniert wird und verbunden wird. Das heißt, diese Theorietage, in was für einer Größenordnung finden die statt? Ist das immer 1:1 oder sind da mehrere Kolleginnen und Kollegen, die dann daran teilnehmen? Je nachdem, wie viele neue Mitarbeiter wir haben. Wir haben aber jetzt auch nicht, dass wir den Tag 1 bis Tag 6 machen mit neuen Mitarbeitern, sondern bei uns läuft er fortlaufend durch. Und dass wenn immer wieder neue oder wenn
immer wieder neue Mitarbeiter anfangen, stoßen die mit dazu, sodass wir so eine Kleingruppe haben, die sich so auf 4 bis 8 Personen dann beläuft. Mhm. Ja. Je nachdem, wie viele halt gerade noch in den ersten 6 Wochen der Einarbeitung sind. Ja. Mhm. Wir sind da leider nur so bei 3. Aber immerhin. Aber ist das Schöne. Da kann man da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes intensiv auch dran arbeiten. Ja. Was ein schönes ist, wir haben zum Beispiel auch geschaut, dass wer kann diese Inhalte noch gebrauchen und haben dann zum Beispiel festgestellt, dass auch Mitarbeiter aus der zentralen Notaufnahme ganz viele Inhalte aus dem Bereich Atmen und Beatmen brauchen. Und die nehmen zum Beispiel in Anteilen auch am Theorietag teil und haben dann auch nochmal 1-2 Praxistage im Anschluss bei uns, wo sie das Ganze auch nochmal in der Praxis ausprobieren können. Sodass wir wirklich auch gucken können, wer profitiert denn noch von diesen Inhalten. Mhm. Jetzt bekommen wir in der nächsten Woche nochmal ein paar erfahrene Pflegende dazu, die aber zum Beispiel das Clemens-Hospital und ihre Krankheitsbilder nicht gut kennen. Auch die nehmen an dem Tag teil, weil nächste Woche zufällig Krankheitsbilder im Clemens-Hospital aus Sicht der Intensivpflege behandelt werden. Und das ist einfach ein total guter Einstieg, um sich da in die Denke des Clemens-Hospitals einzufinden. Also die Mitarbeiter, gerade die neuen Mitarbeiter, werden gut mitgenommen, an die Hand genommen und dann entsprechend da auch mit eingearbeitet. Ja. Jetzt gibt es in so einem Krankenhaus und auf den Stationen ja die verschiedensten Professionen. Wahide, inwieweit sind auch andere Berufsgruppen wie ärztlicher Dienst, Therapeuten mit in diesem Programm involviert? Also direkt involviert sind sie erstmal nicht im Programm, aber wir machen das halt so bei uns auf der Intensivstation. Ich stelle mich den Ärzten einmal vor. Ich stelle mich vor, ich bin die Wahide. Ich bin gerade neu angefangen, frisch aus der Ausbildung. Und dann wissen die Ärzte immer Bescheid. Dann wissen sie auch bei jeder Intervention, okay, es ist eine neue Kollegin, die mich dann nochmal, also die dann ein bisschen mehr erklären dabei. Also ich frage dann auch manchmal nach, sage dann so, okay, ich habe jetzt zum Beispiel noch nie intubiert. Mhm. Das ist jetzt meine erste Intubation. Dann wird das mit mir, mit den ärztlichen Kollegen komplett einmal durchgegangen. Wie ist die Vorbereitung? Wie ist der Ablauf bei uns? Und das ist genauso mit den Physiotherapeuten. Die nehmen mich auch einmal mit, erklären mir dann einmal, so machen wir das hier. Und also jeder leitet einen halt an. Es ist halt eine offene Kommunikation bei uns. Wir reden einfach offen miteinander. Wer neu dabei ist, der wird von jedem eigentlich angeleitet. Also von den Logopäden bis Physios bis Ärzten. Also ich wurde von jedem immer angeleitet. Wenn ich immer auch nachgefragt habe, ich konnte jedem eine Nachfrage stellen. Und dann ist das wie so eine kleine Anleitungssituation, halt ohne unsere Praxisanleiter dann nur gewesen. Ja, okay, super. Auf der Homepage zum Starterprogramm, dein intensiver Start ist zu lesen, 3 Monate Betreuung von geeigneten Patienten. Was sind denn geeignete Patienten? Ja, wir müssen ja gucken, zu Beginn der Einarbeitung haben wir unerfahrene oder Berufsanfänger auch da, also unerfahrene Pflegekräfte, die ja auch langsam an das Patientenklientel auf der Intensivstation herangeführt werden. Und wir können ja nicht mit einem Intensivpatienten starten, der diverse Erkrankungen hat und sehr schwer erkrankt ist, sondern wir müssen da ja auch gucken, wir fangen mit den Basics an, Basismonitoring etc. Und dafür gehen wir dann erst zu den Patienten, die halt nicht ganz so schwer erkrankt sind, die etwas einfacher zu handeln sind, um auch drumherum noch Sachen erklären zu können. Und im Verlauf steigern wir dann also den Schweregrad der Erkrankung sozusagen, ne, und gucken dann, was haben wir denn noch für Lernziele, die wir erreichen müssen mit den neuen Mitarbeitern. Versuchen das dann so gestaffelt aufzubauen, dass die erstmal eine gute Basis bekommen und dann langsam an die herausfordernden Patienten herangeführt werden. Mhm. Was in dem Rahmen vielleicht auch wirklich sehr positiv ist, dass das Team wirklich einen Schritt zurückgeht, wenn es dann darum geht, die Patienten zu verteilen. Also dass wirklich immer erst geguckt wird, ne, gibt es Anleitsituationen, dass die anleiten, also auch die jungen, frischen Kollegen dann schauen können, in welchem Bereich möchte ich gerne gehen oder wo brauche ich eben noch mehr Sicherheit oder möchte ich jetzt auch heute mit meinem Praxisanleiter oder meiner Praxisanleiterin hingehen. Und dass das klar ist fürs Team, erst ihr und dann werden die anderen Patienten eben von den weiteren Kolleginnen versorgt. Ne? Also so eine Art Vorauswahl. Recht. Wir gucken dann auch noch, dass wir mit den Theorietagen dann auch, ne, was haben wir da jetzt als Thema gehabt und haben wir das geeignete Patientenklientel auf Station, sodass man dann die Theorie dann auch direkt wieder in die Praxis umsetzen kann mit den
Mentoren, die da mitgehen. Das geht auch noch weiter. Nach den 3 Monaten haben auch dann die jungen Mitarbeiter, wenn sie so ihre ersten eigenen Patienten betreuen, dann auf jeden Fall auch das Vorauswahlrecht in der Übergabe, damit halt alle sich Patienten aussuchen für die Betreuung, denen sie auch gewachsen sind und wo sie auch die Sicherheit schon in der Anleitung erfahren haben. Und das gibt natürlich gerade so am Anfang, wenn man so seine ersten eigenen Patienten betreut, gibt das nochmal doch auch nochmal so ein bisschen Sicherheit, wenn man sich Patienten aussuchen kann, deren Situation man schon mal kennengelernt hat. Genau, jetzt hatte ich gesagt, das Programm ist in mehrere Phasen da aufgeteilt. Die erste Phase endet eben nach diesen 3 Monaten. Wie geht es dann nach diesen 3 Monaten weiter? Ja, dann gehen wir über in die zweite Phase sozusagen, wo wir Praxisanleiter sagen, wir garantieren den neuen Mitarbeitern, dass wir mit denen 2 Dienste im Monat mitgehen und dann auch gucken, welche Lernziele müssen wir noch verfolgen oder was für Patientengruppen müssen noch betreut werden. Wir sagen auch nach den ersten 3 Monaten, die invasive Beatmung haben wir noch gar nicht mit im Programm, sondern sagen dann, wenn die schon eine gewisse Zeit eigenständig gearbeitet haben, eigenverantwortlich gearbeitet haben, gehen wir dann nochmal in der Praxiswoche mit denen an die invasiv beatmeten Patienten und dann eröffnet sich da nochmal ein neues Arbeitsfeld. Und so nach einem halben Jahr bis 7 Monate, dann gucken wir auch nochmal, gibt es irgendwelche Ersatzverfahren wie Nierenersatztherapie, Lungenersatztherapie, schwerstkranke Patienten, die mit Lungenversagen, da liegen die besondere Therapien da noch erhalten, dass wir dann halt, wenn die schon sich gefestigt haben in ihrer Arbeit, da dann nochmal den Schwierigkeitsgrad steigern und dass wir nach einem Jahr dann sagen können, wir haben alle Patienten, die bei uns auf der Intensivstation aufschlagen, zumindest einmal mit denen betreut, sodass wir da auch ein bisschen mehr Sicherheit geben können. Mhm. Ja. Genau, auf der Kinderintensiv, da... Möchtest du, oder? Also die ersten 3 Monate, wie es danach, danach weitergeht. Ja, genau. Genau, also man versorgt ja dann auch wie auf der Erwachsenenintensiv erstmal selbstständig dann die Patienten. Und ich weiß noch selber, als ich dann vor dem Tag stand, wo es dann war, dass ich alleine die Patienten versorgen oder erstmal den ersten Patienten versorgen soll, war ich schon nervös, weil man ja dann auch die ganze Verantwortung dafür trägt. Aber dadurch, dass der Patient halt wirklich an den Erfahrungsstand angepasst wird, schafft man das auf jeden Fall und es ist halt auch, dass das Team auf jeden Fall hinter einem steht. Also ich war halt dann erst nervös, weil ich dachte, jetzt muss ich den alleine versorgen und aber das Team stand die ganze Zeit hinter einem und hat gefragt, kann ich dir irgendwie helfen oder brauchst du Unterstützung? Und da hat man halt auch gemerkt, wenn die 3 Monate um sind, dass man halt nicht alleine ist, sondern trotzdem noch ein Team zur Seite hat. Also, genau. Und sonst von der Struktur ist es sehr ähnlich, ne? Dass also auch unsere Praxisanleiterin dann eben nicht mehr so engmaschig, aber weiterhin im Rhythmus auch kommt, 2-mal im Monat oder so ist der Ansatz. Und natürlich immer, wir sind ja sehr breit gefächert, das heißt, es kann von heute auf morgen ein Kind aufschlagen, in Anführungsstrichen, was jetzt eine besondere Unterstützung braucht, was nicht so häufig bei uns betreut wird. Also wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Intensitäten der Beatmung und je nachdem, was dann gerade notwendig ist, gibt es dann immer was zu lernen, wo dann auch gerade die Praxisanleiter ganz schnell angefunkt werden und die jungen Kolleginnen dann gemeinsam mit den Praxisanleiterinnen dann so ganz von jetzt auf gleich manchmal so geil dann in der nächsten Schicht schon auflaufen und sagen, das betreuen wir jetzt im Doppelpack. Genauso wie Kolleginnen dann auch sagen, ne, boah, das hast du noch nie gemacht, dann gehen wir zusammen in das Zimmer. Dass also erfahrene Kolleginnen dann auch in dem Laufe des ersten Jahres mit den Kolleginnen reingehen. Und das geht wirklich so über ein Jahr. Und so nach einem Jahr kann man dann, also wir haben jetzt nicht nochmal eine Woche, wo wir sagen, so jetzt lernt ihr die Intubation und die beatmeten Patienten, weil das eben unser Klientel auch nicht hergibt, ne? Sondern die Kinder werden nur dann beatmet, wenn, es ist eine viel kleinere Gruppe, also haben wir auch nur kleine Zeitfenster, wo das ist. Und diese Fenster nutzen wir dann im ersten Jahr und können so nach einem Jahr, sind die meisten Kolleginnen so weit, dass sie sagen, so,
jetzt geht es auch an die beatmeten Patienten, ne? Oder geht die Betreuung auch der beatmeten Patienten. Ne? Ja. Wobei zwischendurch sind immer Gespräche, ne, wo immer abgeglichen wird, geht das schon, geht das noch nicht, ne? Wie fühle ich mich, wie war die Situation. Ne? Immer mit den Praxisanleiterinnen, die das sehr federführend auch in der Hand haben, muss man einfach sagen, aber das auch sehr gut und sehr betreuend machen, ne? Sowohl zu den, bei den Kolleginnen, wie aber auch wir vom Leitungsteam werden immer mitgenommen, dass wir auch wissen, was ist los, wo geht's hin, wie weit ist die Kollegin. Und dann entwickelt sich das. Ja, genau, dann ist das Jahr irgendwann rum, ne? Ist auch schnell vorbei. Ja, Sina Wahide, ihr seid beide jetzt circa seit einem Jahr oder ein bisschen mehr auch auf euren Stationen. Wie ist es denn jetzt gerade? Wie ist es denn weitergegangen so aus der Praxis? Soll ich anfangen? Ja, kannst du. Also ich finde, so langsam ist man halt irgendwie auf Station angekommen. Mhm. Alleine, weil man halt jetzt auch das Team kennt. Man kennt alle Ärzte, die Therapeuten und man hat halt auch irgendwie Kontakte geknüpft, so dass man auch in der Freizeit mal was zusammen macht. Und man fühlt sich halt auch generell im Arbeiten halt viel sicherer. Also weil man halt einfach das theoretische Wissen hat, einfach schon mehr Erfahrung gesammelt hat durch die Anleittage. Und dadurch fühlt man sich einfach irgendwie nochmal sicherer und hat auch dadurch irgendwie mehr so den Rundumblick für die Station nochmal. Weil am Anfang, weiß ich noch, war ich halt super fokussiert und konzentriert auf den Patienten. Und jetzt hat man nochmal mehr so den Blick auf was ist sonst noch los auf Station. Ja. Genau, ja. Also ich kann nur ergänzend noch sagen, also dieses Gefühl, innerliche Sicherheit zu haben, man kommt in einen Raum rein und man gerät nicht sofort in Panik, wenn man sieht, oh, das am Monitor irgendwie stimmt nicht. Man kann ihn jetzt viel besser einschätzen nach einem Jahr durch die Begleitung der Praxisanleiter, durch die Begleitung unserer Kollegen einfach, die so viel Erfahrung teilweise haben. Also und dann merke ich selber schon, man bringt was auf Station. Also ich nehme schon teilweise jetzt auch ein paar Tage Auszubildende mit, irgendwie für einen Tag habe ich mir welche dabei. Ich merke, dass ich viel mehr erklären kann, dass ich merke, okay, ich bin super sicher in meinem Handeln jetzt irgendwie nach einem Jahr. Nach einem halben Jahr habe ich mich noch super unsicher gefühlt, habe dann immer eher nochmal nachgefragt, oh, muss ich das so und so oder was brauche ich noch dazu? Und jetzt ist das so wie eingearbeitet. So. Also es ist in meinem Kopf drin, ich höre, das müssen wir jetzt machen, zack, ist alles da. Also es ist so, weiß ich nicht, es läuft einfach jetzt, kann man so sagen. Ja, das hört man doch gerne. Fühlt sich auch gut an. Wie ist das denn, Doris? Kann man an dem Programm auch teilnehmen, wenn man vorher gar nicht während der Ausbildung auf der Intensiv war oder werden hier andere Wege empfohlen? Nein, natürlich kann man dann an dem Programm teilnehmen. Darauf ist das Programm auch ausgerichtet. Mhm. Nichtsdestotrotz, ihr habt vorhin schon mal den Begriff Wunscheinsatz gebracht. In der Ausbildung, in der generalistischen Ausbildung gibt es im letzten Drittel zweimal die Möglichkeit, einen Wunscheinsatz, zumindest in unserer Akademie zu wählen. Da hat man schon mal die Chance, sich Abteilungen auszusuchen, wo man so denkt, das könnte für mich von Interesse sein. Und ganz viele Auszubildende nehmen sich auch den Wunscheinsatz in Abteilungen, die sie sonst nicht kennenlernen, wie die Intensiv, wie die Kinderintensiv, wie die Notaufnahme oder die Anästhesie. Und auch wenn jemand seinen Wunscheinsatz nicht bei uns hatte oder einen regelhaften Einsatz, kann er trotzdem aber nochmal über eine Hospitation auch einfach nochmal bei uns reinschnuppern und kann sich das Team nochmal anschauen, kann sich so die Abläufe anschauen, sodass da auch nochmal vielleicht auch so Fragen beantwortet werden können von unseren Praxisanleitern. Wir daten die dann auch immer natürlich mit dem Praxisanleiter, dass auch so mal kurz gesprochen werden kann über, was erwartet dich dann, ne? Wie sieht denn eigentlich dein Start hier bei uns aus? Da gucken wir auch immer, wen wir so vor uns haben. Okay, super. Ja, meine Kollegin hat mir schon ein paar Zuschauerfragen reingereicht. Was muss jemand mitbringen, um auf der Kinderintensiv- und Kinderfrührehabilitation zu arbeiten? Also die Person sollte halt auf jeden Fall empathisch und hilfsbereit sein. Wichtig ist halt auch auf unserer Station, dass die Person teamfähig ist, weil auch wenn Notfälle passieren, ist halt das A und O, dass man zusammen im Team arbeiten kann. Dann sollte die Person auch geduldig sein. Das ist ja, glaube ich, auf unserer Station auch sehr gefragt, weil die Kinder verstehen halt oder können auch noch nicht verstehen, weshalb wir manche Maßnahmen durchführen, sei es, wenn wir einen Blutdruck messen oder die Kinder nochmal inhalieren müssen. Klar führen wir die so spielerisch
heran oder erklären denen das, aber manchmal sind die dann doch traurig und weinen und wehren sich, dass man da halt einfach auch geduldig bleibt. Genau, dann sollte man auf jeden Fall Kommunikationsfähigkeiten haben, dass man halt vor allem die Familien unterstützen kann, dass man die Eltern gut begleiten kann, mit denen kommunizieren kann und aber auch immer altersentsprechend mit den Kindern kommuniziert und halt auf jeden Fall Lust haben zu lernen noch und genau, einen starken Willen, weil das einfach, es kommt schon noch viel auf einen zu nach der Ausbildung. Also viele Krankheitsbilder und praktische Intervention, die man dann noch lernen muss, also dass man auf jeden Fall noch Lust hat zu lernen. Wie ist das denn, wenn ich auf der Kinderintensiv arbeiten möchte, arbeite ich dann automatisch auch auf der Kinderfrühreha oder wie ist das da aufgeteilt bei euch? Ja, also wir sind wirklich eine Station und das variiert auch so ein bisschen von der Belegung her, wie viele Intensivkinder haben. Zum Beispiel haben wir in dieser Infektwelle, die ja vor 2 Jahren waren, wo ganz viele Kinder eben Atemprobleme hatten, da haben wir weniger Frühreha-Patienten gehabt und viele akute beatmet, also beatmungsunterstützende Kinder. Es ist so, dass von der Einarbeitung her die Kollegin meistens mit der Frühreha starten, so da kann man das ist alles etwas, ja, nicht so akut, nicht so hauruck. Da kann man sehr gut in die Pflege reinkommen. Da kann man auch schon sehr gut vor allem in die Heimbeatmung und das ganze sanfte Beatmungswesen hineingeraten. Und dann die akute, dann wirklich die Intubation, die Reanimation und so weiter. Das ist dann der zweite Schritt oft in der Einarbeitung. Aber dann arbeitet man in beiden Bereichen. Eine weitere Frage, so ein bisschen, Doris, bist du da schon drauf eingegangen? Können auch Kollegen aus der Pflege auch, können auch andere Kollegen aus der Pflege daran teilnehmen oder wie profitieren Sie von diesen Inhalten? Ja, genau. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass wir in der Konzeption des Konzeptes da auch nochmal geguckt haben, welche anderen Abteilungen haben denn eigentlich gleiche Inhalte und sind entweder auf Sie zugegangen oder im Gespräch hat sich das entwickelt, dass wir eingeladen worden sind zum Gespräch unter dem Motto, ich habe da gehört, können wir da mal einmal drüber ins Gespräch kommen. So dass wir für gerade für die Akutbereiche im Haus wie Anästhesie, Notaufnahme auf jeden Fall immer bereit sind, dass da Kollegen und Kolleginnen dran teilnehmen können. Mhm. Und für die Kolleginnen der Normalstation wäre es theoretisch auch möglich, aber da muss man halt auch immer schauen, was einfach zielführend ist. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass auch auf den Normalstationen ein unfassbares Wissen erworben werden muss, um dort überhaupt seinen pflegerischen Auftrag nachzukommen. Und dort sind die theoretischen Inhalte, haben einfach einen anderen Schwerpunkt als bei uns. Mhm. Also bei uns in der Pädiatrie haben wir die Möglichkeit, also gerade in der Neonatologie, es gibt noch eine Neonatologiestation, wo wir dann auch an unserem Neonatologietag die Kolleginnen dann zu einem Teil des Tages, zu des Theorieteils einladen, beziehungsweise, ne, dass sie dann auch daran teilnehmen können, wo es dann um die allgemeine Neonatologie und Erstversorgung geht. Und dann, wenn es dann in den Intensivbereich geht, teilt sich die Truppe wieder, ne, dass die Kollegin von der Intensiv eben bleibt. Aber auch da stehen wir im Austausch mit den anderen Kollegen von den Kinderstationen, dass sie das halt wissen. Und was natürlich auch super ist an den Theorietagen, wenn Kolleginnen wiederkommen, die lange Zeit nicht im Haus waren, ne, die zwar das Grundwissen haben, aber vielleicht jetzt die letzten 10 Jahre sich eher mit eigenen Kindern oder was anderem beschäftigt haben, dass wir auch da schon so einen ganz individuellen Plan auf Basis eben der Theorietage und der Schulungen dann zusammenbauen können, um so dann zu, den Anschluss schöner zu gestalten und mit viel Wissen dann noch zu hinterlegen. Und das ist bei dem Konzept auch sehr gut möglich, finde ich, ne? Ja. Ein sehr guter Übergang, weil eine Frage ist noch eingegangen. Ist der intensive Start für Berufsanfänger oder auch für erfahrene Pflegekräfte, die wechseln wollen und auch vielleicht da noch direkt im Anschluss, startet dieses Programm immer zu einem bestimmten Zeitpunkt oder ist dieser Start flexibel individuell? Wir hatten ja vorhin schon mal kurz gesagt, wir haben ja unsere Starterprogramme angepasst auch an die Ausbildungszeiten an die Ausbildungsabschlüsse der Akademien. Mhm. Und wir würden immer starten, wenn ein neuer Mitarbeiter zu uns kommt, sodass
Das Lernen macht natürlich in der Gruppe mehr Spaß und seltenst ist auch einer alleine da, aber es ist ja ein fortlaufendes Programm, sodass immer auch neue dazukommen. Mhm. Für erfahrene Kollegen muss ich sagen, da schauen wir halt gut, welche Inhalte gerade vermittelt werden, weil das Starterprogramm an sich, da sind die Theorietage wirklich auf die Bedürfnisse und auf die Kenntnisse der generalistisch ausgebildeten Berufsanfänger angepasst. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass wir nochmal neue Kollegen begrüßen, die das Clemens-Hospital nicht kennen. Für die ist das natürlich super. Aber zum Beispiel den Tag Notfallmanagement, den es zum Beispiel Mitte November gibt in der Reihenfolge, den würden wir jetzt wirklich nur für die Berufsanfänger denken und würden die Erfahrenen wirklich in Fortbildungs- und Trainingsangeboten, die darüber hinausgehen, anmelden wollen. Um ihnen einfach auch das zu geben, was sie brauchen. Also auch sehr individuell, dann darauf angepasst, definitiv. Was bringt er oder sie mit, genau. Na, die dann wieder starten. Okay, super. Ja, ich glaube, es sind keine weiteren Zuschauerfragen eingegangen. Dann war ja das, unser mittlerweile 5. Live-Talk. Ganz lieben Dank an unsere Gäste hier im Studio und natürlich auch an euch zu Hause für euer Interesse und die ganzen Fragen. Ein großes Dankeschön auch wie immer an das Team der Alexianer Waschküche, die uns ihre Räumlichkeiten für solche Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Und natürlich auch an das Team von ER Rental, das für Bild, Licht und Ton zuständig ist. Herzlichen Dank auch an meine Kollegin aus der Unternehmenskommunikation, die im Vorfeld wie auch heute im Hintergrund eure Fragen entgegengenommen und mir reingereicht hat. Ja, mehr zum Starterprogramm findet ihr auch unter www.deinintensiverstart.de. Und wenn euch interessiert, was bei den Kolleginnen und Kollegen unserer Intensivstation, wie auch sonst so bei uns auf den Stationen und in den Kliniken passiert, folgt gern unseren Kanälen auf Instagram, Facebook sowie LinkedIn. Dieses Video wird zeitnah auf YouTube erscheinen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und schickt es auch gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter, für die dieses Thema von Interesse sein könnte. Jo, das Lieblingsteam online verabschiedet sich für dieses Jahr und wünscht euch eine gute Zeit. Bis dahin und tschüss.